Hallo, herzlich willkommen bei Lehrerin sein. Das Thema heute ist Arbeitsblätter oder beziehungsweise das Arbeitsblatt und dessen Varianten. Als erstes an der Stelle sei erwähnt das klassische Arbeitsblatt. Warum definiere ich das oder warum sage ich das? Ich glaube, dass für alle das ein bisschen was anderes ist, was man unter dem Arbeitsblatt versteht. Für mich ist es im Grunde genommen ein Infotext mit Fragen dazu beziehungsweise irgendeinem Arbeitsauftrag. Ich finde diesen Arbeitsauftrag auch sehr wichtig, weil sonst fehlt dem Ganzen auch ein bisschen Struktur, gerade bei jüngeren Schülern oder wenn man gerade angefangen hat in der Klasse, ist bei mir meistens immer ein Arbeitsauftrag dahinter und nicht selten sind es einfach Fragen zum Textverständnis. Die zweite Variante ist ein Infotext mit Fragen und die Antworten auf diese Fragen ergeben irgendwie geartetes Lösungswort bzw. Lösungssatz. Und dieses Lösungswort bzw. dieser Lösungssatz, die müssen auch nichts zu tun haben mit dem eigentlichen Thema. Das kann einfach eine witzige Bemerkung sein oder ein witziger Satz sein, der das Ganze so ein bisschen auflockert und ein bisschen Ernsthaftigkeit nimmt. Genau, die dritte Variante ist der gute alte Lückentext. Kennen ja wahrscheinlich alle. Haben wir auch alle in der Schule gehabt. Das ist also ein Infotext, in dem Begriffe fehlen und diese sollen eingeführt werden. Die Begriffe kann man vorgeben, also in Sammlung von Begriffen vorneweg, oder man kann es auch freilassen, dann müssen die Schüler das eben selbst nach ihrem Verständnis einführen. Aus meiner Sicht eignen sich diese drei Sachen oder alle drei Sachen sowohl für die Wiederholungsphase bzw. für die Vertiefungsphase als auch um was Neues zu erlernen. Das jetzt, wenn man sich fragt, welche Arbeitsblätter kann ich noch rausgeben oder wie stelle ich mein Material zusammen für die Zeit um zu Hause zu lernen, vielleicht nicht unwichtig. Das war's von mir. Frohes Digitalunterrichten. Bleibt alle gesund. Alles Gute und bis bald.